Hallo meine lieben Zuseher und herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin Video auf dem Kanal. Es ist der 18.07.2018 und wir schauen uns heute den Chart wieder mal etwas genauer an. Wir haben jetzt circa eineinhalb Wochen kein Video gehabt, weil das Wetter einfach zu schön war, Prüfungszeit und so weiter und so fort, und wir hatten ja auch nicht wirklich extrem viel Bewegung am Markt. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen heute wieder ein Video, weil es jetzt wirklich ziemlich interessant wird, die Lage, und weil sich die Lage auch ein wenig zuspitzt und eben, ja, unerwartet ist und auch Bewegung wieder da ist, die man gut kommentieren kann und wo man auch gut einige Sachen dazu anbringen kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt damit los. Ich möchte mich nochmal entschuldigen, die Facecam hat gerade nicht funktioniert. Ich habe schon mal aufgenommen und die Facecam hat die ganze Zeit geleckt und ich weiß nicht warum. Ja, wir sind jetzt hier am Bitcoin-Chart, am 4-Stunden-Chart. Ich switch vorher nochmal auf den 1-Stunden-Chart, um eben die Lage nochmal zurück zu analysieren, wo eben denn die entscheidenden Schlachten sozusagen stattgefunden haben und ja, wo dann eben entschieden wurde, dass wir eben diese Linie, diese Resistance Line, die sich so stark etabliert hat, wirklich mit einer Leichtigkeit brechen, wie es nicht zu erwarten war, wenn ich ehrlich bin. Aber alles nochmal irgendwie, ja, zurückdenken, alles nochmal in den Bereich zurück, um eben das Ganze von vorneweg zu analysieren, weil ich eben den signifikanten Punkt für euch nochmal irgendwie darstellen will, damit ihr auch in Zukunft wisst, worauf ihr dann bei solchen Breakouts achten könnt oder eben achten sollt. Wir haben eben konkret die Lage gehabt, dass wir schon mal an dieser Resistance Line ja angeklopft haben sozusagen. Wir wollten durchbrechen und wir hatten konkret keine Chance über diese Resistance Line, sorry, zu schließen, was sich dann ziemlich drastisch geäußert hat, weil wenn man sich diese Kerze hier ansieht und wenn man eben diese Price Action hier ansieht, dann braucht man wirklich keinen Indikator, dann wäre diese Kerze hier wirklich ausschlaggebend gewesen zu shorten. Warum? Wenn wir wirklich eine Pump-Kerze sehen, und diese Kerze war eine Pump-Kerze, weil eben die Liquidität in dieser Zone ziemlich gering war und wir dann trotzdem diesen Vorstoß gesehen haben, eben durch diese Zone. Und ja, die Kerze hat konkret als Hanging Man geendet, und wenn ihr wirklich sowas seht, dass eine Kerze so drastisch abverkauft wird in einem 1-Stunden-Chart, nicht in einem 10-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart, sondern in einem 1-Stunden-Chart, dann, ja, Price Action sagt Short, und genau das ist auch passiert. War dann auch wieder, ja, ziemlich pessimistische Stimmung am Markt, ziemlich negative Stimmung im Gegensatz zum Jetzt, und wir sind dann auch hier konkret, ja, gebounced sozusagen, oder wir haben hier erstmal Support gefunden. Gebounced direkt ist jetzt ja auch nicht richtig. Das hier war konkret das 0,618 Fibonacci Retracement Ratio, also die Golden Pocket. Ich habe die Fibonacci Retracement jetzt schon rausgelöscht, weil eben sonst zu viel am Chart war. Was auch signifikant war, ist diese Linie. Das war die Resistance Linie, ja, die wir eben ziemlich lange etabliert haben und wo wir auch lange gebraucht haben, um da durchzubrechen. Und diese Linie hat sich dann wirklich als starker Supportpunkt und eben auch starke Resistance-Punkte erwiesen. Ich scroll jetzt nicht ganz hoch, weil wir ein wenig lecken schon wieder. Auf alle Fälle hatten wir eben hier starke Resistance. Wir haben hier probiert durchzubrechen und seitdem dient die Linie eigentlich als Support. Also hier war die Resistance, dann einmal noch kurz darunter geschlossen, darüber gegangen, Support und dann eben weggebounced und hier unten wieder Support. Sehr signifikant, sehr wichtig, euch solche Linien im Chart zu lassen, damit ihr wirklich ungefähr wisst, ja, wo kann ich dann meine Buy-Orders reinlegen oder wo soll ich denn am besten jetzt in den Markt einsteigen. Wir sind dann auch hier diesen langen aufgekauften Wick, der dann dafür gesorgt hat, dass wir eben einen kleinen Bounce sind von diesem Bereich, und sind dann eben diese Seitwärtsphase mit ziemlich Unentschlossenheit. Wir haben hier in diesem Bereich viele Sell-Orders bei der 100-Stunden-EMA, wo dann wieder Leute stark verkaufen, aber der Channel hat sich dann als sehr stark und sehr valide hinausgestellt. Was dann interessant wird, ist dieser Bereich. Wir sehen hier einen Breakout aus dem Channel, der am Anfang noch nicht so stark ausgeschaut hat, aber was dann wirklich stark war, war dann eben dieser Pump oder eben dieser Bounce von dem Top des Channels mit einem wirklich starken Volumen im Vergleich zum Volumen davor. Und warum ich das konkret erwähne, ist einfach, weil das für mich ziemlich signifikant war und weil das für mich dann auch, ja, die Bestätigung war, dass dieser Bereich solide ist und dass der Bruch der 6800 Resistance ziemlich wahrscheinlich ist. Wir sehen uns konkret diesen Bereich hier an. Wichtig, auch Blick aufs Volumen. Wenn wir uns diesen Bereich hier ansehen, dann sehen wir konkret, wir haben genau im gleichen Preisbereich, nämlich im Bereich 6300, schon einmal
die gleiche extreme Nachfrage gehabt, Bitcoin zu kaufen. Wir hatten hier sogar, wenn ihr wirklich jetzt unten schaut, das Volumen, wir hatten hier sogar nochmal viel höheres Volumen und hatten aber auch in dem Bereich hier im Vergleich zu den roten Kerzen davor und zu der Phase davor auch ein sehr starkes Volumen. Das heißt konkret, das Volumen ist hier da, die Liquidität ist da, die Nachfrage ist da. Ab dem Zeitpunkt war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir eben 6.800 brechen. Dass es dann so schnell geht, hat mich wirklich sehr beeindruckt und darauf war ich auch nicht vorbereitet. Ich dachte, man hat noch mal die Chance, irgendwie bei 6.600 zu kaufen oder eben zumindest ein kleines Retracement zu sehen. Das Retracement war ja wirklich sehr klein, was auch auf das bullische Sentiment des Marktes eben hindeutet. Und ja, was jetzt eben hier ziemlich interessant war, ist eben folgender Fakt. Die Resistance Line hat sich stark etabliert. Wir haben hier gesehen, keine Chance, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Vierte Mal, beim vierten Mal, sorry, gehen wir da durch wie Butter. Was jetzt auch hier essentiell wichtig ist und was auch hier essentiell ja als Werkzeug zur Hand zu nehmen sollte, ist eben jetzt Tensor Charts. Ich werde ein eigenes Video zu Tensor Charts machen, weil die Nachfrage danach immer größer wird. Wir haben bei Tensor Charts gesehen, dass als wir das letzte Mal diesen Resistance-Bereich angesteuert haben, wirklich Sell Orders en masse gelegen sind über diesen Bereich und dass wirklich einfach kein Durchkommen war. Und das Gute oder das ja Bullische in dem Bereich, wo wir jetzt waren, es war wirklich von vornherein zu sehen, wie die Sell Orders rausgezogen wurden. Wir waren plötzlich bei 6.700 und es waren so gut wie keine Sell Orders mehr vorhanden. Das sieht man auch an dieser Heatmap hier. Hier sehen wir zum Beispiel, hier haben wir sehr viel Sell Orders im Bereich 7480. Seht ihr auch im Orderbook. Ja, 630 Bitcoin ist eine Menge, wenn wir uns hier die Limit Orders zusammenzählen. Ja, momentan wollen hier auf Bitfinex 1200 Bitcoins verkauft werden und 500 Bitcoins nur gekauft werden. Ja, auf alle Fälle war dann irgendwie ziemlich schnell klar, wir werden 6.800 brechen. Die Frage ist nur mit Retracement oder ohne Retracement. Ich habe darauf gehofft, dass wir noch ein Retracement sehen, damit ich hier eben noch eine Position eröffnen kann. War dann für mich eben nicht mehr so interessant, hier einzusteigen. Deswegen habe ich Bitcoin Cash noch mitgenommen. Bitcoin Cash war auch ziemlich gut, weil Bitcoin Cash konnte man einen Long nach dem Pump noch mitnehmen. Der Pump war dann, wie zu erwarten, ziemlich stark. Warum sage ich, wie zu erwarten? Wenn wir uns diesen Bereich hier ansehen, hier ist zwar sehr starke Resistance, aber wenn man zurückgeht, sieht man einfach, dass historisch hier gesehen Free Air ist. Also hier ist einfach nichts. In dem Bereich war nichts mehr. Es war kein starkes Volumen in diesem Bereich. Das habe ich vorher schon gecheckt. Also der Abverkauf hier war jetzt nicht wirklich mit sehr starkem Volumen ausgeprägt. Das heißt, wenn wir 6.800 gut durchbrechen mit ja, Power, dann war der Weg ziemlich frei. Die Frage ist jetzt, warum stoßen wir uns jetzt hier oder warum? Oder wo oder weshalb stoßen wir uns hier, je nachdem, wie man das ausdrücken will. Und die Antwort darauf ist ganz klar der Daily Chart, wenn das jetzt hier ein wenig laden würde. Wir haben im Daily Chart nämlich das Problem, dass wir hier noch wesentlich starke Resistance-Zonen haben. Wir haben zum einen zurzeit die 100-Day-EMA, die als Resistance dient und wir haben dann hier oben noch diese gebrochene Supportlinie. Ich glaube, ihr wisst noch, vor ein, zwei Monaten oder eher vor einem Monat, da haben wir immer diesen wichtigen Supportbereich angesprochen. Der Supportbereich muss halten, der Supportbereich darf nicht gebrochen werden. Und dieser Supportbereich wurde gebrochen, leider. Und dieser Supportbereich dient jetzt natürlich auch als Resistance. Das heißt konkret, 7500 Resistance. Die nächste starke Resistance ist diese Linie hier. Das ist die gleitende Durchschnittslinie des 200-tägigen Durchschnitts mit dieser ja, sehr starken Resistance Line, die eben vom Double Top runterkommt. Was wir auch hier sehen, was ich sehr schön finde, wir haben im letzten Video geredet von diesem Channel-Ausbruch. Der hat hier stattgefunden und das ist hier wirklich wie im Lehrbuch, deswegen spreche ich es auch an. In den ganzen Lehrbüchern, vor allem in den altmodischen Lehrbüchern, spricht man eigentlich immer darüber, man soll nicht den Breakout kaufen, sondern man soll den Retest des Channels kaufen, der nach dem Breakout kommen wird. Und ja, hätte man nicht besser machen können, wenn man das irgendwie so gemacht hat, wie es am Lehrbuch steht, dann wäre man hier ziemlich erfolgreich gewesen. Natürlich, Theorie und Praxis sind immer eine andere Sache. Aber ja, RSI extrem hoch, auch zu beachten. Wobei ich auch sagen muss, RSI dient zu Zeiten eines ziemlich gehypten Marktes oder eines ziemlich starken Pumpes nicht als sehr vertrauenswürdig, weil rein vom RSI hätten wir gestern schon shorten sollen ab 6.700. Natürlich haben wir noch einen Lag nach oben gesehen, wie jetzt jeder weiß, weil ja, der RSI kann ziemlich lange überkauft bleiben, wenn wir Hype sind und der RSI kann ziemlich lange überverkauft sein, wenn wir eben Panic Selling sehen. Also ja, die Conclusion des Videos oder eben die Zusammenfassung, was geht jetzt konkret ab?
Wir haben eben noch diese Resistances, die stark sind und die gebrochen werden müssen, um eben von einem bullischen Szenario zu sprechen. Momentan ist das jetzt nicht irgendwie für mich extrem außergewöhnlich oder extrem bullisch. Solange wir nicht 8.900 oder in dem Fall erstmal 7.900 brechen und dann eben auch ein High schaffen über 9.900, ist das für mich weiterhin einfach ein Retrace des Downtrends. Das heißt konkret, wir haben hier auch gesehen, dass der Trend hier nach unten geht. Wir dann einen Retrace sind in die andere Richtung, heißt nach oben. Ja, viel anders sieht das jetzt auch noch nicht aus. Deswegen verstehe ich auch noch nicht wirklich, warum jetzt hier schon wieder von 12K bis 20K Szenarien gesprochen wird. Die sehe ich noch nicht ganz. Ja, Bitcoin ETF und so weiter. Darauf gehen wir in einem neuen Video ein, würde ich sagen. Auch ob das jetzt der Boden war, wo ich den Boden sehe und wie wir jetzt eben konkret weiter vorgehen sollten als Hodler oder jetzt Leute, die eben nicht so sehr am Trend interessiert sind, das wäre irgendwie interessant für ein neues Video. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir auch eure Kommentare unter das Video, was ihr denn konkret sehen wollt, jetzt auch zu Tensor Charts oder mehr Trading, Price Action, Fibonacci, was gibt es denn noch alles, je nachdem halt, woran ihr interessiert seid, EMA Trading, ganz egal, könnt ihr mir das reinschreiben. Und ja, was sollte ich jetzt noch sagen? Ich denke, das reicht für heute. Wie gesagt, ich werde jetzt hier bestimmt nicht den Hype-Train aufspringen und hier kaufen. Wenn ich kaufen werde oder eine Swing-Position noch eröffnen werde, die ich bereits geschlossen habe, dann werde ich schauen, dass ich ein Retracement erwischen werde. Wenn ein Retracement kommt auf 7200, 7000, dann werde ich schauen, dass ich meine Buy-Orders hier habe. Ich werde die Buy-Orders bis 6800 im schlimmsten Fall nach unten mitziehen und bin dann sehr zuversichtlich, dass wir zumindest noch einen Retest sehen, dieses Bereich. Ob wir diesen Bereich wirklich durchbrechen wollen, steht doch in den Sternen. Die Sell Pressure und die Short Pressure wird hier ziemlich massiv sein. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Technical Crypto.